Ja, herzlich willkommen. Guten Abend bei Schwarzwald TV. Wir haben hier gerade einen Feuerwehreinsatz gerade gehabt. Es ist 23.35 Uhr am Dienstagabend. Ja, müsste Dienstag sein. Bin schon ganz durcheinander mit den Wochentage. Guten Abend, herzlich willkommen hier vom Feuerwehreinsatz live aus Walbach. Hier kam es zu einem kleinen Feuerwehreinsatz aufgrund von einem Feuer. Ich warte hier gerade noch, dass ein bisschen mehr einschalten, dass ich mehr Zuschauer erreiche. Und es wurde gelöscht, das Feuer wurde gelöscht. Und die Feuerwehr rückt jetzt ab. Ich filme das gerade noch. Ja, danke. Sag mal, ist Dienstag oder Mittwoch heute, Race? Sag mal. So, Dienstag, kriege ich doch noch meinen Zeitungsbericht hin? Sag ja, ich fahre nicht umsonst. So, ich packe jetzt hier mal meine 7 Sachen und dann laufe ich mich mit euch zum Auto. Ja, ist ein bisschen dunkel hier. Hm? So, also es hat hier... Es kam zu einem Feuerwehreinsatz. Ah! Zum Glück ist nicht viel passiert, hä? Alles Gute! Ja. Ah, Wahnsinn. Lasst mal alle ein Like da. Ja, alle ein Like da lassen. Wahnsinn. Also es kam aufgrund von einem Defekt, von einem Kühlschrank, kam es zu einem Schwelbrand. Und jetzt kommt hier nochmal eine Feuerwehr vorbei. Aber die haben schon das Licht aus. Die haben schon das Licht aus. Wahnsinn. Doch noch ein Zeitungsbericht. Jetzt muss ich nachher noch ein bisschen was schaffen. Jetzt fahren sie wieder hier vorbei, die Feuerwehrleute. Und ja, genau. Also jedenfalls gab es da nach dem Stromausfall, also der Stromausfall, viele haben ja eingeschaltet gehabt, um 22.41 Uhr ging das Licht wieder an, da hatten wir hier Strom gehabt. Und ich saß ja dann noch gut eine Weile da, bis um 22.50 Uhr, glaube ich, oder 45. Und bin dann mal Richtung Säckingen gefahren. Es kam dann auch ein Rettungswagen mir entgegen. Kurz davor hat mir einer geschrieben, oder gesprochen, dass da hier Blaulicht und Co. alles los ist. Was ist denn da los? Und ich so, ja gut. Und dann bin ich rechts rangefahren und dann kam da auch dieser Rettungswagen. Ich habe den gerade mal gefilmt, wo ich da schon dran gestanden bin. Und dann bin ich halt weitergefahren und habe gedacht, RTW, ja gut, das ist ein Notfalleinsatz, was auch immer. Und dann kam dann auf einmal der Kommandowagen von Säckingen, von der Feuerwehr. Ich bin der Meinung, das war, ja genau, das war der Kommandowagen von der Säckinger Feuerwehr. Das war der Höhe-Essel-Tankstelle und dann bin ich da reingefahren, habe umgedreht und bin mal hinterher. Und ja, die Community hat mich gelotst. Jetzt ist meine Akku gleich leer. Und die Community hat mich gelotst
ungefähr Säckingen, wo es hingeht. Ich bin dann mal durchgefahren und ja, habe es dann gefunden, ein paar Bilder gemacht, Videoaufnahme. Na, ich dachte, ich mache gerade einen Livestream, weil ich habe so viel Material zum Schneiden. Und ja, von da gesehen, Hauptsache die Geschichte ist online. Und in dem Sinn, ihr wisst Bescheid, zum Glück ist niemand verletzt worden. Im Einsatz war die Feuerwehr Walbach mit 13 Mann und 3 Fahrzeugen. Und die Säckinger Feuerwehr ist ein Fahrzeug angerückt und der Einsatz wurde dann bei denen abgebrochen. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gehe ich heim und mache meine Arbeit. Das Müllauto-Video, das gibt es dann später mal. Muss ich morgen schneiden. Also, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Seid schlau und schaut Schwarzwald TV. Jederzeit schnellstens informiert. Und alle schönen Like da lassen. Gute Nacht.